Herzlich willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Ja, und weiter geht's hier in diesem Dungeon. Moment mal. Sie zeigt uns was an. Normalerweise bräuchte man jetzt das Auge, aber ich wusste natürlich, dass auf ein paar Kisten Fledermäuse sitzen und in der Mitte hier so ein Dings ist. Übrigens, da wo die Fledermäuse drauf waren, das sind keine Fehlkisten, wie die hier zum Beispiel. Ups, Pfeile, die habe ich jetzt mal genommen, aber in den anderen müssten so eine Geisterdinger drin sein. So, ja, und hier brauchen wir nur... Zelda das Wiegenlied spielen. Dann erscheint eine Kiste. Also das ist hier mit Abstand der leichteste Weg zum... So, hier ist jetzt der Schlüssel drin. So, machen wir hier noch auf. Ah ja, gut. Hier müssen wir jetzt auf Zeit eine Minute ist nicht viel. So. Und wir müssen auch aufpassen auf die... ja, jetzt ist nicht gut. Aber wir haben es geschafft. Oh. Aber die Zeit geht weiter. Finde ich ja ätzend. So. Ja, hier können wir einfach durchrennen. Das ist eine Fake-Wand. Und da sind wir auch schon wieder. Wieder ein Herz. Und die Magie ist auch wieder voll. So. Magiepfeile. Ja, ich fand trotzdem, das war der leichteste hier bis jetzt. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Sind wir wieder. Und das Siegel verabschiedet sich. So, es fehlt bloß noch ein einziges. Und dann können wir zu Ganondorf. Ja, genau hier rein. Ja, hier heißt es natürlich auch alle... Allerdings, oh, hier heißt es wieder mal Bomben. Hey! So. Die hätten wir. Dann haben wir die Bomben wieder. Schön Zeit lassen. Wir haben Zeit. Hier geht nichts auf Zeit. Nein! Was denn? Oh. Nein! Verflixt und zugenäht. Ich muss diese scheiß Bomben auslegen. Was nehmen wir da rein? Komm hier, Auge der Wahrheit. So, den hätten wir auch.
Den hätten wir auch. Ja, hier müssen wir ein bisschen... Hallo, Link. Ja, vielleicht von der anderen Seite. Ja, er zeigt's. Jetzt hat er es gerade angezeigt. So. Ziehen wir einfach mal zurück. So. Ja, nimm auch den Stein. So, Moment mal, da hinten das Herz, das hole ich mir da auch glatt mal. Auch wenn ich gleich wieder verletzt wurde. So, den müssten wir eigentlich jetzt... Kannst du jetzt mal das Teil hier... Nein, zurückziehen. Reicht. So. Naja, hat doch geklappt. Ah. So, Magie. Den erstmal. Und das ist jetzt ein Hinweis hier, der hier drin ist sozusagen. Genau, Krabbelminen. So, die benötigen wir jetzt nämlich auch. Da stellen wir uns nämlich genau. Hier so hin. Ah, hat trotzdem geklappt, auch wenn es ein bisschen schief war. So. Gehen wir hier durch. Ah ja, jetzt müssen wir die Sonne. Jetzt brauche ich Feuerpfeile. Ich pack mal das Auge hier wieder hin. So. Einmal da hoch. Können wir gleich mal wieder umändern. So. Jetzt brauchen wir das Schild. Und zwar müsste es die hier sein. Genau. Wenn er die anderen nämlich berührt, also die anderen Sonnen, dann ist das jetzt der Eingang gewesen? Ja. Dann kommt so eine Hand, die einen wieder, also an der Decke hier, wo Navi immer gesagt hat, hier Vorsicht, ne, an der Decke und so. So, das letzte Siegel. Zack. Ja, die kennen wir auch noch. Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Na, was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? Also, hallo? Jetzt transportiere mich wieder raus. Ja, nix mehr mit Versiegelung. Ja. Und wir haben jetzt Zutritt. So, hier renne ich einfach mal durch. Hier gibt es bloß Fledermäuse, die einen eventuell einholen könnten, wenn man... Ach, gerade noch so geschafft.
So. Komm her. Danke sehr für das Herz. So, war das jetzt die Tür hier? Ja, die beim Teppich. Okay. So. Ja, Feuer. Ach, auf Zeit, ne? Komm, mach schon. Ach nee, ist gar nicht auf Zeit. So, den ersten Hammer. Wo ist der nächste? Da. Der lacht nur noch wie... So. Hammer auch. Hier haben wir schon den Masterschlüssel. Hui. Masterschlüssel. Tatsächlich. So, dann geht es wahrscheinlich hier, wo der Teppich liegt, wieder weiter. Oh je, zwei Ritter. Aber wir werden erstmal ein. So. So. Na komm. Oh, der zieht ein drei Herzen ab. Uiuiui. Was ist denn Navi? Ja, hast du schon mal gesagt. Jetzt hat er schon Rüstung verloren. Na komm. Ich werde nicht noch mehr Herzen verlieren. Komm, 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 komm. Ah. Mist. So, den ersten hätten wir. Gib uns Herzen. Gibt er auch. Ey. Was mache ich denn? Obwohl der anders aussieht. Schön, wir haben alle Zeit der Welt. So, ich glaube noch ein Schlag. Genau. Gib uns Herzen. So, bis auf eins ist ja jetzt wieder alles Paletti. Hahaha. Dann wollen wir weitergehen. Ach, hier ist schon Gandalf. Da würde ich mal sagen, ja, wir sind ja jetzt bei fast 15 Minuten. Würde ich mal sagen, dass wir
das beim nächsten Part machen, dann können wir vielleicht den ganzen Kampf durchziehen. Dann mache ich da 20 oder 25 Minuten. Dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zelda Ocarina of Times, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.